Herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es ein Basic-Kochrezept. Ich werde nämlich Pesto zubereiten, rotes Pesto. Wir essen Pesto zu Hause ziemlich gerne, auch gerne grünes Pesto. Da gibt es aber mal ein anderes Rezept dazu. Pesto besteht aus getrockneten Tomaten, aus Parmesankäse und Olivenöl und Pinienkernen. Das sind so die Hauptbestandteile. Und wir essen es gerne zu Nudelgerichten oder auch mal einfach als Aufstrich zu getoastetem Brot zum Beispiel. Und es ist wirklich super einfach herzustellen. Viele kennen es wahrscheinlich nur fertig aus dem Glas, aber auf das Glas könnt ihr wirklich komplett verzichten. Und ihr könnt es zubereiten und im Kühlschrank dann auch mehrere Tage lagern. Wobei bei uns hält es eigentlich immer nie so ganz lang. Ich zeige euch mal kurz die Zutaten. Fürs rote Pesto brauche ich 100 Gramm Pinienkerne, 200 Gramm getrocknete Tomaten, die waren in Öl eingelegt und dieses Öl verwende ich auch. Dafür brauche ich 160 Milliliter und falls es nicht genug war, füllt ihr es einfach mit normalem Olivenöl auf. 100 Gramm Parmesankäse, eine Prise Zucker, 2 Knoblauchzehen, nach Belieben gerne Chili, 2 Esslöffel Balsamico-Creme, 4 Esslöffel Tomatenmark und etwas Pfeffer. Ich nehme jetzt zuerst einmal die Pinienkerne, die kommen in eine Pfanne ohne Fett und werden jetzt darin geröstet und zwar bis sie Farbe bekommen. Pinienkerne sind, muss ich zugeben, ein bisschen teuer. Viele machen das auch mit Sonnenblumenkernen, aber ich finde, dann ist es einfach nicht mehr original und ich finde, mit Pinienkernen schmeckt es einfach auch besser. Man muss auch dazu bedenken, dass man gar nicht so viel Pesto pro Portion Nudel benötigt. Das heißt, es zieht sich ja dann auch ein bisschen und man muss ja auch nicht die komplette Menge machen. Man kann ja auch erstmal nur die Hälfte machen und einfach mal probieren, ob es einem schmeckt. So sehen sie jetzt wirklich perfekt aus und sie riechen natürlich auch besonders gut. Und jetzt gebe ich sie hier auf einen Teller, damit sie einfach etwas schneller abkühlen. Und kann in der Zwischenzeit schon mal hier das Pesto zubereiten. Das mache ich jetzt alles in einem Mixer, aber ihr könnt zum Beispiel auch einen Stabmixer benutzen, das geht auch. Ich nehme jetzt erstmal den Parmesankäse, den werde ich jetzt fein reiben und habe deswegen da oben so eine Reibescheibe drin. Jetzt nehme ich die Reibescheibe raus und kann jetzt das Mixmesser nämlich benutzen. Da kommen jetzt die getrockneten Tomaten mit rein. Dann auch das Öl, das kann man wirklich immer super verwenden, weil es auch die ganzen Kräuter beinhaltet. Also selbst wenn ihr kein Pesto macht und das Öl noch übrig habt von den getrockneten Tomaten, dann hebt es auf jeden Fall auf, auch zum Anbraten zum Beispiel. Und da die Menge jetzt nicht ausgereicht hat, musste ich noch mit normalem Olivenöl ein bisschen auffüllen, dann kommen da die Chili, dann kommt da die Knoblauchzehen mit rein und der Zucker. Der Zucker hebt natürlich den Tomatengeschmack und gleicht die Säure ein bisschen aus. Chili lasse ich jetzt bei mir weg, denn die Mädels essen später mit, meine Kinder. Aber ich persönlich würde es natürlich auch noch mit reingeben, werde es aber einfach später auf die fertigen Nudeln mit drauf geben. Dann Balsamico-Essig. Und ich habe jetzt hier Balsamico-Creme, weil es einfach ein bisschen süßlicher schmeckt als jetzt purer Balsamico-Essig. Hier noch das Tomatenmark. Und zu guter Letzt ein bisschen Pfeffer. Salz brauchen wir jetzt hier nicht, denn die getrockneten Tomaten sind schon sehr würzig. Und Parmesan ist ja auch sehr salzig, deswegen braucht man das hier auf keinen Fall. Jetzt kommt noch der Deckel drauf. Und das wird jetzt ganz fein püriert und gleich gebe ich noch die Pinienkerne mit dazu. Blub, blub, blub. Was kocht denn hier? Also das Pesto ist ja jetzt fertig und damit es gleich abgefüllt werden kann, habe ich jetzt hier ein paar Einmachgläser in heißem Wasser etwa 10 Minuten abgekocht. So werden einfach alle Keime abgetötet und das Pesto bleibt einfach länger haltbar. So, die hole ich jetzt hier raus, ganz vorsichtig, denn das Glas ist sehr heiß. Auch die Deckel habe ich hier mit drin. Um
das Pesto, das könnt ihr jetzt an dieser Stelle abschmecken. Das heißt, wenn Salz oder Pfeffer fehlt oder ein bisschen Chili fehlt, könnt ihr das gerne an dieser Stelle noch hinzufügen. Oder zum Beispiel auch ein bisschen Säure, also noch ein bisschen Essig zum Beispiel, Balsamico-Essig. Das wäre jetzt der perfekte Moment. Jetzt nehme ich das Glas und fülle das jetzt hier schön ein. Am besten auch so ein bisschen abdichten, dass die Luft entweicht und es eben so länger haltbar bleibt. Ich mache jetzt für mich den großen Teil und den kleinen Teil fülle ich noch ab. Den bekommt dann meine Mama. Das heißt, das kann man auch gerne verschenken als Geschenk aus der Küche. Jetzt mache ich das hier schön glatt. Und damit es länger haltbar bleibt, kommt jetzt da ein bisschen Olivenöl drüber. So kommt einfach keine Luft dran und es bleibt eben schön haltbar. Ich würde es jetzt so in den Kühlschrank stellen und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was mache ich denn jetzt mit dem Pesto? Dieses Pesto könnt ihr jetzt verwenden und zum Beispiel Nudeln bissfest abkochen, ein bisschen Nudelwasser auffangen und dann je nach Belieben 1 bis 2 Esslöffel pro Portion mit den Nudeln vermischen und mit dem Nudelwasser. So verteilt sich es auch richtig schön. Oder ihr nehmt das rote Pesto und streicht es zum Beispiel auf geröstetes Baguette, das schmeckt auch sehr gut. Oder ihr lasst euch einfach selber was einfallen. Ich finde es auch ganz lecker, wenn man zum Beispiel Faltenbrot mit rotem Pesto macht. Da habe ich auch schon ein Rezept gemacht. Da verlinke ich euch das Rezept auf jeden Fall. Und falls ihr das Rezept nachmachen wollt, geht auf sallys-blog.de. Da steht es nochmal ganz genau. Im Kühlschrank ist das Pesto übrigens etwa 1 bis 2 Wochen haltbar. Ihr müsst nur darauf achten, dass immer eine Schicht Olivenöl oben drauf ist und dass eben keine Luft dran kommt. Und dass ihr es immer mit einem sauberen Löffel entnehmt. Da passiert eigentlich im Normalfall nichts. Also viel Spaß beim Nachmachen und für mich ist es wirklich die perfekte Rezeptidee, denn ich kann das mal schnell nach der Arbeit zubereiten und habe wenig Arbeit. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!